Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Loot Chest Unboxing heißt es, glaube ich, für den Monat Juni 16. Paket kam schon vor ein paar Tagen an, ich habe aber nicht so wirklich Lust gehabt, da irgendwas zu machen, deswegen mache ich es heute. Kann also sehen, dass ihr das durchaus schon bei anderen irgendwo gesehen habt. Aber ja, hier seht ihr wieder die Loot Chest, da, Loot Chest. Und gucken wir mal, was da so Schönes drin ist. Wir spoilern uns mal nicht durch, aber wir können das kleine Heftchen mal ganz kurz angucken. Da ist ja, steht ja immer so ein bisschen was drin. Hier ist auch so ein bisschen Werbung für eine Loot Chest App, also, ne? Falls ihr Bock auf die App da habt. Ich weiß nicht, ob das eine App ist oder ob das einfach nur die Internetseite. Ist ja auch völlig egal. Was haben wir denn Schönes hier? 1 Million Stück. Auf diese Anzahl wird der jährliche weltweite Plastiktütenverbrauch geschätzt. Der Konsum von Plastiktüten trägt zu wachsenden Müllbergen in vielen Teilen der Welt bei und belastet Mensch und Umwelt. In dieser Loot Chest befindet sich daher ein Item, um diesem Trend entgegenzuwirken und die Welt zu einem sauberen Ort zu machen. Bist du einer der Gewinner? Diesen Monat haben wir insgesamt 10 zufällige Loot Chests mit jeweils einer Game of Thrones Mütze und, Münze, nicht Mütze. Game of Thrones Münze und Glückwunschkarte bestückt, sollte sich in deiner Box eine dieser Münzen befinden, bist du einer der glücklichen Gewinner unseres Gewinnspiels. Um dein Gewinn einzulösen, schick uns einfach ein Bild mit Münze plus Karte und der Angabe deiner Bestellnummer an Gewinnspiel. Hey, ich denke, wenn ich gewonnen habe, dann. Ach so, dann kriege ich erst den Gewinn, wobei die Münze auch nicht so schlecht ist. Na, lass uns mal überraschen. Ich weiß es noch ehrlich gesagt nicht. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Und hier sind also teilweise auch mal Feature-Channels drin. Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber auf jeden Fall steht hier ein bisschen was drin. Feature Channel Halodri und Feature Channel Vachilles. Der Typ sieht aus wie ein Minecraft-YouTuber. Und der weiß er nicht. Was anderes halt. Ja, also, ne, wer so Bock hat. Sicherlich kann man da mal reingucken. So, und dann gibt es hier die Items, möchte ich jetzt noch nicht nachgucken. Wir gucken uns erstmal an, was hier so Schönes drin ist. Und zwar haben wir zuerst mal wieder natürlich, was sonst gefühlt bei jedem Mal in jeder Lootbox ein Marvel-Item. Und zwar ist das Vinyl-Bubblehead. Bubblehead ist, glaube ich, so ein Wackelkopf. Ja, ich glaube, das ist ein Wackelkopf, steht jetzt halt hier nichts drauf. Aber ich glaube, das ist ein Wackelkopf, wenn ich mich irre, kann das gerne einer mal korrigieren, aber ich möchte es jetzt ungern aufmachen. Da stehen immer so Zahlen drauf. Seht ihr die? Seht ihr die? Behinderte Webcam, kein Fokus. Ne? Vielleicht, wenn ich es so mache. Auf jeden Fall stehen da mal kleine Zahlen. 2 von 24, 2 von, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber gut, ich würde sagen, einfach mal einen Wackelkopf gucken wir uns gleich nochmal genauer angucken. Dann haben wir einen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Doom-Fan, aber es gibt hier einen Doom-Vinyl-Sticker. Ah, nicht die Spiegelung mit aufnehmen. Da. Ein Doom-Vinyl-Sticker. Ja, bin jetzt ich auch nicht so wirklich der Fan von. Aber ich habe ja gesagt, so wahrscheinlich Richtung Weihnachten kann ich durchaus mal die ganzen Items, die ich nicht brauche, verlosen. Weil ich wirklich den meisten Kram gar nicht brauche. Wenig. Ich habe mir es einfach nur geholt, um was auspacken zu können. Eigentlich bin ich von wirklich fast gar nicht so wirklich der Fan. Aber ja, das kommt auf jeden Fall. Wahrscheinlich Richtung Weihnachten stelle ich einfach so ein paar. Oder stelle ich die ganzen Items nochmal vor, die noch übrig sind. Und dann können die Leute sich dann eintragen für bestimmte Items. Und dann packe ich einfach eine kleine Box zusammen und schicke die euch zu. Ja, so ist es eigentlich geplant, damit es bei mir einfach die Wohnung nicht zümmelt. Ihr seht, ich habe nicht unbedingt viel Platz hier bei mir. Was ihr seht, einen vollgepackten Tisch. Wie immer. Dann haben wir ein nächstes Item. Und zwar ein von wer wir hier. Ach, wie heißt das denn? Nicht Hunger Games hier. Tribute von Panem, so hieß es. Doch hier steht drauf, Tribute von Panem. Ein Puzzle. 200 Puzzle. Mockingjay, The Hunger Games Mockingjay Part 2. Und 200 Teile hat, ist also sogar das Puzzle groß. Also wer da gerne puzzelt, der kann sich dann Richtung Weihnachten dann auch für dieses Item einschreiben. So, was haben wir denn hier? Oh, lecker. Monstrus. Ein Chupa Chups Lutscher. Ich weiß nicht, ob das ein Item ist oder ob das einfach nur so dabei gelegt wurde. Auf jeden Fall haben wir ein Chupa Chups. Oh, ich weiß nicht, ich habe die schon ewig nicht mehr gegessen, die Teile. Mit Blueberry Lemon Flavor. Flavor doch, glaube ich. Hier sieht da so ein. Sieht aus wie ein bisschen wie ein Auge, oder? Da? Sieht komisch aus. Aber mal gucken. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Item war, aber egal. Selbst wenn doch, ist nicht so schlimm. Oh mein Gott. Wir haben hier ein T-Shirt. Und zwar. Ich kann jetzt nicht so wirklich beurteilen, woher das kommt. Ich würde jetzt mal ganz stark auf Minecraft tippen, oder?
Gibt es was anderes davon als Minecraft? Hier steht The Legend of Soccer. Ich weiß nicht, ob das ein Teil von Minecraft ist. Auf jeden Fall pixelig, verbinde ich immer mit Minecraft. Will ich jetzt nicht unbedingt anziehen, das finde ich ein bisschen peinlich in der Öffentlichkeit. Also ist das sicherlich auch zur Verlosung, sofern ich keinen in meinem privaten Umfeld finde, der das haben möchte, zur Verlosung bereit. Und, na, jetzt sind so noch zwei, hier ist ein Fussel drin. Ein Fussel. Noch ein cooles Item. Na, ihr habt es, glaube ich, schon gesehen. Ja, verdammt, ihr habt es gesehen. Ja, schade. Ein Zelda. Ein Glas. Ein Trinkglas. Link's Glass. Very glass vaso. Okay. Tja, was soll ich dazu sagen? 100% recycelbar. Kann ich das schon aufmachen? Also, theoretisch kann ich das ja aufmachen. Aber ich will die Hülle nicht beschädigen, ehrlich gesagt. Und ich bin immer echt so ein Tollpatsch, so ein Ding hier aufzukriegen. Guckt euch diesen Verschluss an, ja? Da müsst ihr das rauskriegen. Da brauchst du ja Minifinger für. Kriege ich nicht hin, ohne die Dings immer kaputt zu machen. Das ist bei mir echt immer ein Problem. Ich habe irgendwo ein Messer gehabt da. Nicht zum Ausschneiden, sondern zum Rausholen. Da, ich hab's geschafft. Ja, mit der Hilfe eines Messers habe ich es geschafft. Und hier ist das Glas. Sehr cool sieht das aus, muss ich schon sagen, ne? Hier. Doch so mittig. So, Link. Wie er mit einem Bogen schießt, da oben noch ein Bogensymbol, das Triforce-Symbol unten, ein Drache im Hintergrund. Und auf der Rückseite ist das, was wir halt gerade schon auf der einen Seite gesehen hatten, Schild und Schwert, so in Defensivstellung. Auch cool. Also theoretisch was hinten, ja logisch, was hinten und vorne drauf ist, also hier, ne? Vorne und hinten, oder halt je nachdem, wie er es bevorzugt, andersrum. Cool! Also ich glaube, das werde ich mal verschenken. Finde ich, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir. Das ist dann wahrscheinlich leider unvergebbar. Das tut mir natürlich leid für die. Ich muss es andersrum reinmachen. Sonst passt es nicht rein. Es tut mir natürlich leid für diejenigen, die das wahrscheinlich gerne haben wollen würden. Aber ich glaube, Zelda, da sind viele echt der Fan von. Und ich finde das extrem gut. Und ein Item haben wir noch. Oder ein Gegenstand. Ja, wie auch immer. Ein, ja. Da gesagt wurde, ja, Plastikbeutel sind böse. Gefährden die Umwelt. Haben doch absolut recht. Absolut. Definitiv, stimme ich zu. Ich benutze trotzdem Plastikbeutel, ja, Schande über mich. Die sind halt so einfach, wenn ich keine anderen habe. Einen. Einen Beutel mit einer. Scheißt der da gerade? Sieht so aus, ne? So ein Robo, der scheißt. Naja, solange er kein, ne, Plastik scheißt oder so. Alles gut. Und dann gucken wir uns ganz kurz nochmal die ganzen Items an. Nummer 1 war gewesen. Ah, hier, Legend of Soccer, Zelda, Avatar, Mashup-Shirt. Soccer ist ein ausgezeichneter Krieger des südlichen Wasserstamms. Er ist nicht nur für seinen Mut und seine oftmals aufbrausende Art bekannt, sondern auch für seine große Liebe zum Essen, insbesondere Fleisch. Zelda? Doch, da. Zelda? Okay, wenn Zelda ist, ist cool. Dann habe ich nichts gesagt. The Legend of, ja, Legend of Zelda, The Legend of Soccer, Gut. Zelda Wind Waker Glass, also das ist ein Glas, ne? Wind Waker. Was haben wir sonst noch? Doom Vinyl Sticker, gibt es unterschiedliche, oder ich habe drei Stück. Achso, doch, weiß ich nicht gleich. Ich weiß nicht, ob mal alle drei, hier sind nämlich drei abgebildet. Da, drei. Und ich hab nur einen gesehen, vielleicht sind die anderen dahinter, ich weiß es nicht. Und das Tribute von Panem Puzzle. Also allein schon das Zelda Avatar Mashup Shirt 15 Euro, Zelda Wind Waker Glas 11 Euro, Doom Vinyl Sticker 4 Euro und Tribute von Panem Puzzle 10 Euro. Er ist mal schon so vom Preis drüber unglaublich. Ein Star Wars Jutebeutel heißt das gute Ding. Okay. 10 Euro und ein Chupa Chups Lutscher. Da steht jetzt kein Preis dabei. Ich glaube, die Dinger kann man nämlich nicht im Einzelhandel kaufen. Die Chupa Chups mit Gruselfaktor, denn in der Mitte des leckeren Lollis steckt ein Auge mit Zitronengeschmack, welches beim Schlecken die Farbe verändert. Cool. Bei den Crazy Dips handelt es sich um einen Lutscher im Fußformat, dazu kann der Lolli in klassischen Knisterpulver gedippt werden. Ich habe das andere jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht gesehen, ich sehe nur das eine. Wurde ich um ein Item betrogen? Also um einen Teil vom Item, ihr seht nämlich hier beides. Eventuell hat man aber auch die Chance gehabt, zwischen eines von beidem zu wählen. Ehrlich gesagt, hätte ich ja diesen Fußlutscher genommen. Ich hatte ihn schon öfter mal gelutscht gehabt. Fand ich cooler.
Und dann haben wir natürlich noch als Plus-Item, weil ich ja meinen Plus-Box habe, eine Marvel Mystery Minis. Diese mysteriöse Schachtel enthält einen deiner Lieblings-Marvel-Helden im Minifigurenformat. Dabei hast du sogar die Chance, ultra seltene Charaktervarianten zu ziehen. 4 Marktwert von 11 Euro. Ja, schön, was haben wir hier unten noch? Der flauschigste und einhorntastischste Shop aller Zeiten freut sich über deinen Besuch. Pummeleinhorn.de. Na gut, die haben sich da einen Slot Werbung gekauft. Ist legitim. Schön. Ja, ist doch super, oder? Wieder einige neue Items für die Verlosung Richtung Weihnachten irgendwann mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit beim Auspacken. Und ja, ich werde das Zelda-Glas mal irgendwo anders hin tun und das demnächst vergeben. Mal gucken. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächsten Monat wieder zum nächsten Loot Chest Unboxing. Ciao.